Wie die Zeiten sich ändern. Wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol war Donald Trump bei Twitter rausgeflogen. Inzwischen heißt der Social-Media-Dienst X und Trump ist zurück. Das hat vor allem mit dem neuen Besitzer zu tun. Milliardär Elon Musk ist ein glühender Anhänger Trumps. Das war übrigens auch mal anders, aber jetzt jedenfalls bereitet er Trump auf seiner Plattform die ganz große Bühne. Letzte Nacht hatte Musk Trump zu einem langen Gespräch auf X eingeladen, das am Ende zwar niemanden überrascht hat. Dafür war Trump dann doch zu sehr der Alte. Der Moment hat aber eins vor Augen geführt, wie Tech-Giganten mittlerweile offen Politik machen. Kerstin Klein. Es sollte laut Trumps Team das Interview des Jahrhunderts werden. Doch das Gespräch auf Elon Musks Plattform X kam 40 Minuten lang nicht zustande. Fahrstuhlmusik und technische Probleme statt politischer Botschaften. Und als Trump und Musk dann endlich on air waren, gab es kein wirkliches Interview, sondern 2 Stunden lang Lob für Trump und Kritik an Kamala Harris. Wir dürfen keinen Demokraten an der Spitze haben. Sie ist inkompetent, so schlimm wie Biden, nur anders. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass sie diese Wahl gewinnen, zum Wohle des Landes. Seit Monaten verbreitet Musk auf X Wahlkampfbotschaften der Republikaner und Desinformation, wie die von der angeblichen Invasion durch illegale Einwanderer, gefördert von den Demokraten. Und Musk hat Trump auf der Plattform wieder zugelassen, von der er nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar verbannt worden war. Mehr als 80 Millionen Menschen folgen Trump hier. Musk ist nicht nur ein großer finanzieller Unterstützer für Trump. Er besitzt auch eine der wichtigsten Plattformen der Welt. Er hat diese Plattform zwar auch Harris angeboten, aber es wäre für sie nicht dasselbe. Sie würde sich harten Fragen stellen müssen. Und das hier war ein warmes Bad an Liebe und Unterstützung. Elon Musk, ein Multimilliardär. Reich geworden unter anderem mit Tesla Elektroautos und Raumfahrt. In früheren Wahlkämpfen hatte er die Demokraten Obama und Hillary Clinton unterstützt. Und Musk ist nicht der einzige reiche Spender, der im US-Wahlkampf mitmischt. Viele Hollywood-Stars unterstützen seit Jahren offensiv die Demokraten. Und dennoch ist Musk mächtiger als andere, weil er mit X so viel Einfluss auf die öffentliche Meinung hat. Es gibt nur einen Star, der Musk in den Schatten stellen könnte, und das ist Taylor Swift. Wenn sie sich für Harris einsetzen würde, wie Musk für Trump, könnte das einiges bewirken. Es würde Leute ansprechen, die sich nicht für Politik interessieren und sie für Harris begeistern. Das könnte den Unterschied machen. Auch in Europa mischt Musk sich ein. Nach dem Mordanschlag in Großbritannien und den darauf folgenden Unruhen reagierte er mit dem Kommentar: Ein Bürgerkrieg ist unvermeidlich, und erntete umgehend Kritik. Die EU-Kommission warnte Musk daher sogar vor dessen Gespräch mit Trump, dort keine Falschaussagen zu verbreiten. Das verstoße gegen EU-Regeln. Doch Musk lässt sich von so etwas nicht beeindrucken. Seine Antwort: eine einzige große Unflätigkeit.